Hallo Leute, herzlich willkommen zu der 39. Folge Minecraft Pirates. In der letzten Folge haben wir versucht, die kleinen süßen Benjamin-Blümchens zu vermehren, haben es aber leider nicht ganz geschafft. Deswegen mache ich jetzt hier weiter, dass ich hier ein bisschen Akazien abbaue und dann hoffe, dass ich noch eine Akazienblüte bekomme, dass ich die dann vermehren kann. Weil bis jetzt, glaube ich, haben wir es noch nie probiert, das bei beiden Elefanten zu machen, sondern nur bei einem, um den zu zähmen, aber ich weiß es nicht. Und ich habe gerade noch ein bisschen offscreen hier ein bisschen mit Steiner gespielt, ja, und habe mir überlegt, dass ich da einen Geheimgang hinmache. Und das mache ich jetzt auch. Ich sollte echt aufhören, so viel ja zu sagen. Wie macht man eine Leiter? Die macht man ja ein bisschen anders. Und zwar so, okay. Das heißt, ich brauche ein bisschen Holz. Wo ist hier ein bisschen Holz? Ich weiß es nicht. Ist hier? Nein. Ist hier ein bisschen Holz? Da ist ein bisschen Holz. So, da mache ich so, da mache ich so, da mache ich so. Ja, habe ich ein bisschen Holz. Mache ich da einen Geheimgang rein? Vielleicht merkt ihr das ja gar nicht. Ja, okay, danke fürs Gespräch. Und hier zumachen. Oh Gott. Nein! Oh Gott, sie hat mich gefunden. Aber dabei habe ich doch so einen schönen Geheimgang gemacht. Aha, Geheimgang. Ach ja, und in der letzten Folge habe ich hier die Taverne ein bisschen verschönert. Guck mal, wie süß sie ist. Die brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen rosa Farbstoff, weil dann schaut es richtig, richtig süß aus. Oh, hallo. Herr Domi. Ja. Domi. Ja. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich finde es sehr schlimm, dass zu Ihrem Gehege komme und sowas hier vorfindet. Nein, wer war das? Ich glaube, sie müssen mal ihr Gehege vergrößern. Da sterben Tiere in ihrer Massenhaltung. Okay. War eigentlich nicht für ein Gehege gedacht, aber okay, mache ich. Aber erstmal ein bisschen Fleisch essen, yum yum. Warum dauert das denn so lange? Das macht doch auch. Fleischi, lecker in meinen Mundi. Okay, viel Spaß. Da kann ich mal kurz gucken, ob er da Falschtaste. Wie man rosa Farbstoff macht. Mit Hirnkorallenfächer. Ach, Pfingstrose geht auch und eine rosa Tulpe. Okay. Vielleicht haben wir die ja, rein zufälligerweise. Das wäre gut. Ja, danke für mein lecker Fleisch. Und, okay, dann ist die heutige Folge damit auch okay. Was ich denn auch noch mache, und zwar ein bisschen was vergrößern. Da, rosa Tulpe, ja. Darf ich den? Hat er anscheinend nicht gehört, okay. Und ich merke gerade, mein Internet ist ein bisschen kacke. Hallo? Dann mache ich mal kurz mein Gehege ein bisschen größer. Ah, nee, warte, stimmt, ich wollte ja. Ach, ja, warte, das mache ich auch noch. Wenn ich dir jetzt sage, willst du es nicht hören? Dann sag's nicht. Nein, der darf's nicht hören. Wir bauen ein Schiff. Hast du nicht gesagt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, grabt euch die Wolle, die wir haben. Er darf keine Wolle bekommen. Ich verrate euch auch, was wir vorhaben mit dem Schiff. Darf ich euch das sagen? Darf ich euch sagen? Darf ich euch sagen? Darf ich ja, sagen? Bitte, Papa, bitte sag's mir. Ja. Ja. Okay, zuhören. Was ist das da für eine Farbe? Oh, Magenta. Aber ich wollte eigentlich Pink haben. Warte kurz. Okay. Hab nichts gemacht. Alles schnell wieder rein. Gut. Also, pass auf. Nichts passiert. Das ist für die Ladies, das Schiff. Ach so. Die Ladies kriegen ein Schiff. Und das war nicht ein Domi, der hat lila Segel. Was? Hab ich nicht? Nein. Der hat schon magenta Farbe gemacht für das Segel. Ja, das war aus Versehen, aber jetzt habe ich die richtige Farbe. Lila. Beide wollten lila. Deswegen kriegen die ein Schiff mit lila Segel. Oh. Und wir werden es immer nehmen, weil wir heimlich auch lila cool sind. Ja, also, ich bin gerade echt für Dark Oak. Aber das ist sehr dunkel, ne? Stehen nicht auch so hell? So Eiche oder so? Wir haben ja schon ein helles Schiff. Oder wir geben den einfach das kaputte alte Schiff, während wir, die ganzen Männer, das neue nehmen. Ja. Ich weiß schon, dass ich die Rumtreiberin erst repariert habe. Ja, aber alt ist sie trotzdem. Die alte. Aber okay, ich nehm's zurück. Es tut mir leid. Aber wir können auch trotzdem das neue nehmen. Bekommen die Ladies das alte. Ja, dann müssen wir das alte umfärben. Ja, fällt doch gar nicht auf. Ich hab schon mal 5 Banner einstecken. Warte mal, wie viel? Ich hab gesagt, du brauchst 5 Banner für das Schiff. Ja, genau. So. Pro Schiff 5, pro Segel 5. Ich bin dann mal wieder oben, falls was ist. Ich hab schon 5 weiße Banner einstecken. Guck mal, ich hab einen Flickerschrein gebastelt. Warte mal, 5 pro Schiff. Wir brauchen 3 Schiffe. Flickerschrein, komm bald wieder. Oh ja, ja. Ja, ich will, dass wir vielleicht So, und jetzt mach ich die Taverne hübscher. Mit auf keine Höhen, ja. Oh, das ist ein Gran? Oh, wie cool. So, und jetzt wird die Taverne hübsch gemacht. Ja. Schauen wir mal, ne? Springen wir mal rum, springen wir mal rüber. Machen wir mal die kaputt. Und machen das da so hin. Das Ding ist jetzt nur, ich komme hier leider nicht ganz hin, deswegen muss ich das hier kurz kaputt machen. Und dann kann... Hallo? Also. Nein, jetzt war es eins zu viel, verdammt. Und dann mache ich... So, dann mache ich hier wieder zu. Ja, perfekt. Hängt mein WLAN? Nö. So, mal kurz was futtern. Und dann runtergehen. Ja. Und dann gucken, wie cool das ausguckt. Oh, die voll süß!
Ah, die ist wirklich. Guck mal, wie die ist. Die ist echt voll süß. Mal gucken, wann es das erste Mal auffällt. Hallo. Was hast du getan? Was denn? Ich habe es gesehen. Ja, guck mal, voll süß. Die ruhmreiche Taverne. Also, wenn du das rumdrehst, dann hast du Sushi. Finde ich. Das rosa oben, das weiße unten, dann hast du Sushi. Ja, aber es ist ja richtig rum. Ja. Ja. Wir haben gerade was beschlossen. Okay. Es gibt ein kleines und ein großes Schiff. Ja, weil Tonlos wollte ein großes und Champ sagte ein kleines. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, es gibt beides. Und eins für den Dark Oak. Okay. Also wir haben ein kleines, dann machen wir noch ein kleines und ein großes. Oder wie? Genau. Alles klar. Ich geh mal schnell mein Zeug aufräumen. Ja, okay. Ich folge dir mal ganz kurz, aber ich biege dir mal meine Schmiede ab. Ja, Captain. Hallo. Wolltest du jetzt das kleine Schiff machen? Ja. Okay, ich wäre für Birke. Dann muss das große in Dark Oak sein. Nee, wir wollen eben den Stil beibehalten. Okay, ich füge mich den Captain. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ja, ist. Ja, ist doch schon gut. Ich will das so gerne. Gehen rumtrinken. Ja. Hast du eigentlich gesehen, dass ich für unseren Rum... Ich bin nochmal weg. ...bei mir im Haus auch schon Zuckerrohr angefangen habe? Oh, die Schmiede sieht echt... Ben, hi! Was machst du immer die ganze Zeit bei meinen Elefanten oder Schafen oder... Mag die Schafe so gern. Ja, die sind so kuschelig, was? Ne? Was weiß ich? Weißt du was, ich brauch Cobblestone. Hab ich ein bisschen was in die Kiste? Komm mit, ich zeig's dir. Hast du sogar Cobblestone? Wo? Keine Ahnung. Muss leider selber gucken. Aber muss ganz kurz hier gucken. Da Benjamin und hier die andere. Macht ihr Babys oder habt ihr es nur weggefressen? Ihr macht keine Babys. Nein. Du zähmst die damit. Der hatte vorhin so schwarze Partikel. Also ich brauche, sagen wir jetzt mal, 10 Akazienblüten und baller die richtig in die rein. Und irgendwann kommen da Herzen, meinst du? Keine Ahnung. Darf ich mir hier Koppel klauen? Klar, hau rein. Kommt auch zugute zu dir. Ja, dann. Dir. Du möchtest das vergrößern? Das Gehege? Ist mir sauer. Nö, überhaupt nicht. Gute Idee. Nur die Frage, wie groß es sein werden kann. Weil ich brauch grad Wolle. 5 Banner, dann können wir ein großes Schiff bauen. Tiny Tony, Tony Tonlos. Ich habe noch 6 Wolle gefunden bei mir in der Kiste. Oh ja, das ist sehr gut. Weil es fehlen nur noch 5 Banner. Und ich habe Birkenholz gefunden. Oh, das ist auch gut. Tommy? Ja. Das ist ja eine Attrappe. Was? Dein Haus. Wieso das ist steht mein Haus hier auf? Aufgeschüttet. Du hast hier ja einfach knallhart aufgeschüttet. Hier ist eine Schlucht. Hier kann man ganz leicht runterfallen, weißt du das? Oh Gott. Wie leicht man hier runterfallen kann. Oh Gott. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich nicht stolpern. Hoppala. Du solltest mal hier aufräumen. Dann mache ich hier so einen Fluchtweg rein. Dann kann man hier so flüchten, falls ich angegriffen werde. Oh. Bevor ich angegreift werde, ja. Also willst du uns nicht verteidigen, sondern abhauen? Natürlich, nachdem ich euch verteidigt habe, ja. Ich wollte schon sagen. Immer kämpfen. Ja, natürlich. So, komm hier durch. Baby, kommst du da durch? Ich glaube, das Baby kommt ja auch nicht durch. Okay. Wir müssen hier noch so ein bisschen machen. Okay, dann hole ich noch ein bisschen Erde. Habe ich eine Schaufel? Natürlich nicht. Ach Mann. Warte, ich muss noch kurz einen Thumbnail machen. Ja. Dass die Leute mir auch glauben. So, okay, ich hab gemacht. Gut schlafen gehen, bevor ich sterbe. Was mir natürlich nicht passiert. Nein, was meinst du denn? Ach so, okay. Die kleinen Baby. Ja, Baby. Die sind von ihrer Mama getrennt. Ja, sind selber ausgebückt. Na komm, Baby, raus mit dir. Komm hier, ich will dich raus. Ja, so ist brav. Hast du gut gemacht, Baby. Oh Gott. Oh krass. Alter. Ey, ich muss ernsthaft sagen, ich weiß nicht, was bei deinen komischen Tieren fällt. Wieso, was meinst du? Die sind echt gefräßig. Ja. Ja, Baby, geht da mal kurz weg. Komm, weg damit durch. Weg da. Ja. So, und jetzt kommt da. Komm rein da. Ja, komm weiter. Komm da auch, kleine süße Freund. Na komm. Ja, komm rein da. Ja, und jetzt rein da. Ja, so ist gut. Okay. Ich glaub, jetzt hast du eine gerechtere Halt. Nee, ja, gefällt dir, ne? Oh Gott, ist halt alles so dick. Ich brauch noch ein bisschen mehr Holz. Stimmt, da war was. Oh Gott. Holz. Das ist das Falsche. Das ist auch falsch. Ich habe kein Eichenholz mehr. Ich habe doch letztens erst gefarmt. Was habe ich denn damit gemacht? Guck mal, hier ist in der Mitte ganz viel frei und die rennen alle in diese Ecke da. Oh, hi, ja. Ah, ich weiß warum. Hast du Holz? Bisschen ja, wenn es jetzt keine bestimmte Art sein soll. Eichenstämme natürlich nicht. Aber ich hol kurz welche, bin gleich wieder da. Ja, nein, ich komm mit Farm. Ach so, okay. Wir können doch zusammen Farm. Ja, wir sind die allerbesten super Freunde hier. Hallo Tim.
Na? Hi. Du, Ben, ich hatte die Idee, dass ich mich gleich in Richtung Spawn aufmache, um später vielleicht etwas näher am Schatz dran zu sein. Dann, glaube ich, wären unsere Wege trennen, oder? Hättest du da was dagegen? Nö. Alles klar. Ein bisschen schade, aber ja. Dann mache ich mich auf. Sollte, wie die letzten Male, eine Falle sein, kann ich dich ja vorwarnen. Ne? Vorsicht, dass dann... Eigentlich war es immer so gegen 21.30 Uhr oder danach. Dann wäre ja die Zeit jetzt perfekt. Ich bin heute ein Geschäftsmann, ja? Du bist heute richtig heiß begehrt. Ich gehe dann schon mal vor. Mann, warum ist das so begehrt und warum? Achso, das hat ja der Captain. Na ja, stimmt, da war ja was, ne? Böse Captain. Ah, da ist der Captain drin, okay. Ja, ich glaube, ich schaue gleich nochmal im Einzelspieler, wie man die zähmt, Elefanten. Weil ich habe mal wirklich probiert mit Dings. Ich habe gerade richtige Sprachprobleme, Hilfe. Mit Zucker und Kuchen. Mit Akazienblüten habe ich nie probiert. Das könnte theoretisch klappen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Also ich weiß nicht, ob ich es in der nächsten Folge teste oder ob ich es nicht aufnehme, wie ich es teste. Aber meine Spiele sieht verdammt nochmal richtig, richtig cool aus. Ne? Ach stimmt, ich wollte das noch so ein bisschen mehr höher machen. Ja, genau so. Dann kommst du mit. Obwohl, die Laterne lässt sich da. Dann gehe ich hier rüber. Mann, könnt ihr bitte weggehen? Bitte. So, ich spiele euch da mal runter, ne? So, dass ihr alle weggehen könnt. Dass ich das alles schön zubauen kann. So. Ja, so ist gut. Beste kann auch weg. Beste hier, ja, ich habe echt Angst, dass da irgendwas gleich hinten kommt. So. Und so. Okay, na dann. Habe ich alle gut gemacht. Und dann mal ganz kurz reingucken bei euch. Ich bin zu dick, Hilfe. Da ist die Laterne. Kann ich dann... Ja, perfekt. Und... Ja, dann nehme ich doch die Laterne mit. Und setze sie hier drauf. Perfekt. Okay. Dann könnt ihr mal bitte alle weggehen. Danke, ihr Süßen. Okay, dann gehe ich wieder hoch zu mir, zu meinem Bett. Und dann, Leute, war's das mit der 39. Folge Minecraft Pirates. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja.